Hey meine neugierigen Freunde, wenn man sich diese Aufnahme so anschaut, dann könnte man fast auf die Idee kommen, dass dieses alienartige Schleimwesen, das irgendwie an Venom aus dem Spider-Man-Universum erinnert, computergeneriert ist. Doch die Wahrheit ist, dass dieses Wesen tatsächlich existiert. Es ist ein sogenannter Plattwurm. Plattwürmer sind relativ einfache, aber trotzdem absolut spannende wirbellose Organismen. Die meisten Arten sind Parasiten, das heißt, sie befallen einen Wirt, bleiben in seinem Körper und ernähren sich von ihm. Es gibt aber auch freilebende, jagende Arten, die zur Klasse der Strudelwürmer gehören. Der pechschwarze Plattwurm in dieser Aufnahme geht aktiv auf die Jagd nach der Krabbe. Genauso wie der transparente Plattwurm in dieser Aufnahme. Das heißt, beide Arten gehören zu den Strudelwürmern. Zum Stamm der Plattwürmer zählen neben den Strudelwürmern auch die Saugwürmer, die Hakensaugwürmer und die Bandwürmer. Alle drei zuletzt genannten Klassen sind Parasiten. Die freilebenden Plattwürmer, wie eben diesen hier, trifft man meistens im Süßwasser und im Meer an Felsküsten und Riffen. Oft befinden sie sich am Boden, sie können aber auch schwimmen und sogar an Land leben, vor allem in den Tropen und Subtropen. Ihre Größe ist vollkommen unterschiedlich und reicht von wenigen Millimetern bis hin zu 50 Zentimetern. Das ist aber noch gar nichts gegenüber den parasitären Arten. Die längste parasitäre Art ist der Fischbandwurm, der, Achtung festhalten, bis zu 25 Meter lang werden kann. Dieser und andere Bandwürmer sowie Saugwürmer können übrigens auch den Menschen und seine Haustiere wie Hunde oder Katzen befallen. Der Fischbandwurm zum Beispiel kann über den Verzehr von rohem Fischfleisch aufgenommen werden. Denn Fische, vor allem Karpfen und Hechte, sind üblicherweise die Zwischenwirte dieses Bandwurms. Trotz ihrer Einfachheit haben Plattwürmer erstaunliche Fähigkeiten. Sie kommen in den unterschiedlichsten Farben vor, von schwarz bis hin zu rot, grün, gelb sowie anderen bunten Farben. Und wie wir gesehen haben, können sie auch transparent sein. Und manche Arten sind sogar giftig. Weiterhin besitzen Plattwürmer kein Atmungs- oder Kreislaufsystem. Daher sind ihre Körper flach, um Sauerstoff über die Diffusion in die Zellen aufzunehmen. Ihr Verdauungssystem besteht aus einem einfachen, aber vielfach verzweigten Darm, der Nährstoffe im ganzen Körper verteilt. Durch diese Eigenschaften ist es den Plattwürmern sogar egal, wenn man sie zerschneidet. Aus den beiden Einzelstücken wachsen nach einiger Zeit wieder neue, vollständige Plattwürmer. Dazu gibt es ein tolles Video vom YouTube-Kanal Deep Look. Die meisten Plattwürmer sind Fleischfresser. Es gibt aber auch Arten, die Algen fressen. Und eine besondere, plattwurmähnliche Art, die jedoch zum Stamm der Xenacoelomorpha gezählt wird, geht sogar eine Symbiose mit Algen ein. Die Algen setzen sich nach dem Verzehr im Körper des Tieres fest, färben diesen grün und betreiben Photosynthese, wodurch Zucker für das Tier zur Energiegewinnung zur Verfügung steht. Plattwürmer sind übrigens Zwitter, das heißt, sie besitzen sowohl männliche als auch weibliche Fortpflanzungsorgane. Und auch wenn man denken könnte, dass Plattwürmer keine konkrete Körperausrichtung besitzen, so haben sie tatsächlich so etwas wie einen Kopf, in dem sich Nervenzellen konzentrieren. Dadurch haben sie auch eine Hauptbewegungsrichtung. Alles in allem kann man also sagen, dass Plattwürmer wirklich sehr spezielle Lebewesen sind und teilweise echt ein wenig außerirdisch wirken. Wenn ihr das längste Lebewesen sehen wollt, das je gefilmt wurde, dann schaut gerne dieses verlinkte Video hier von mir an. Ich danke euch fürs Zuhören, ich hoffe euch hat's gefallen und danke vor allem an meine Unterstützer auf Patreon und an meine Kanalmitglieder. Ihr seid meine Helden. In diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Video. Ciao.